Das Vorwort. Hallo liebe Leute, das folgende Video, das ihr jetzt sehen werdet, habe ich mit Hilfe meines Laptops aufgenommen und des Videograbers. Ich habe den Videograber am Laptop angeschlossen und habe versucht aufzunehmen. Die ganzen Details werde ich im Video erklären, welches ihr hier gleich sehen werdet. Und ich habe nicht dieses Mikrofon hier verwendet, sondern ich habe das Mikrofon von der Webcam verwendet. Dasselbe habe ich auch bei The Walking Dead verwendet, weil es meine Technik damals nicht anders zuließ. Man wird auch bemerken, dass im folgenden Video, dass ich da einige Schwierigkeiten hatte von Platzmangel und technischen Wegen her. Ich hoffe, dass euch das Video dennoch gefällt und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem folgenden Video. Servus Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja, ihr hört schon aufgrund meiner Tonqualität, dass das nicht das Mikrofon ist, das ich eigentlich benutze. Ja, das hier ist das Mikrofon der Webcam und ich drücke den A-Knopf. Ja, ihr wisst schon hier, Wiimote, geil! Ja, dieses Spiel hier, oder besser gesagt, dieses einzelne Video hier jetzt, nehme ich mit Hilfe des Videograbers auf. Ihr denkt euch jetzt, hä, Videograbber, warum? Der geht doch nicht beim PC. Stimmt, der geht auch nicht beim PC. Deswegen habe ich jetzt. Achso, ich muss drücken. Deswegen habe ich jetzt Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit ich. Ja, Fortran natürlich. Ja, Namen, oh, superklasse. Leck, Scheiße. ja, bla bla bla. Nein, nicht jetzt, Leck, das kotzt mich an. Egal, ich will erstmal ein bisschen erklären. Es sind in meinem Haus viel zu laut. Ja, ich habe hier provisorisch alles aufgebaut. Ich werde euch jetzt mal was erzählen. Der Laptop steht neben meinem PC auf dem Mist, auf meinem Mülleimer oben. Da oben liegt ein Karton, darauf steht der Laptop. Der Videograbber ist am Laptop befestigt. Ich habe extra eine Maus jetzt für den Laptop dazu. Die Wii steht quasi unterm Laptop, also ein bisschen weiter rechts daneben. Und das, der Sensor, ja, hier für die Wii. Moment. Oh, das lag gerade extremst. Ja, der Sensor hier für die Wii liegt am. Ich glaube, der Sensor steht auf Kopf, scheiße. Nee, tut er nicht. Was soll der Scheiß? Dann will man einmal kurz ein Video machen und schon ist defekt am Werk. Auf jeden Fall, der Sensor steht auf meinem Bett. Moment, nach oben. Ja. Oh ja, Leckerei. Man merkt, dass der Laptop hier technisch bei weitem nicht so gut ist wie mein PC. Aber ich kann leider nichts dagegen unternehmen, weil der PC den Videograbber nicht annimmt oder was weiß ich was. Auf jeden Fall, ein User, ich glaube es war RiconLP, ich weiß jetzt nicht genau. Hat so gemeint, ja, zeig mal deine Pokémon, zum Beispiel bei, keine Ahnung, Pokémon Battle Revolution, deine Platin-Pokémon. Er hat es zwar nicht so ausgedrückt, aber naja. Und da dachte ich mir so, ja, würde ich ganz gerne, ist aber scheiße, da der Videograbber nicht so läuft, wie ich es möchte. Und so ganz nebenbei das Mikro von der Webcam, die Webcam steht da links, ganz hinten in der Ecke, falls man irgendwie einen Hall-Effekt oder so hört. Ich muss das später auf der Aufnahme nachher kontrollieren. Perfekt wird diese Aufnahme sowieso nicht, aber. Ihr wisst schon, Leute, was werde ich dagegen unternehmen? Das heißt, wegen diesem Problem wird auch Hunting Ground pausiert werden, sobald ich es dann überhaupt hochgeladen habe. Und die ganzen zukünftigen Projekte wird es dann auch nicht geben, zumindest nicht, bis ich irgendwie eine platzsparende Version oder so habe. Was weiß ich. Auf jeden Fall, er hat so gemeint, ja, zeig deine Pokémon wie dich. Klar doch, warum nicht? Diese Pokémon hier sind von meiner Pokémon Platin Edition. Ich habe sie aus mehreren Editionen herüber gesaugt. Ja, gesaugt. Zum Beispiel von einer anderen Pokémon Platin, von Heart Gold und Soul Silver, die ich auch beide besitze. Aber nicht alle Pokémon sind EV-DV trainiert. Na, Moment, wie ging das jetzt? Ach so, genau, so war die Bedingung. Ja, klar. Wow, ganz schöne Verzögerung. Oh Gott. Ich merke gerade hier am PC, am Videograbber, nicht am PC, am Laptop, am Videograbber habe ich die ganzen Einstellungen noch nicht übernommen, die ich am PC schon hatte. Das ist mir gar nicht geil, aber egal, ich möchte doch nur Zeug zeigen. Kampfpass, ja, ich habe
Kampfpässe auch gemacht. Ich habe nämlich mehrere Teams. Oh, das war falsch. Nö, ich will keinen neuen Kampfpass. Ich will euch die Kampfpässe zeigen. Bla bla bla. Wo guckt man den ganzen Schrott jetzt nochmal an? Ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Das da unten mal speichern, glaube ich. Da was, glaube ich. Ich möchte euch doch nur die Pokémon zeigen. Mein Gott. Lager prüfen, genau, das war's. Aber wie ich hier gerade da sitze, das ist echt ätzend. Ich will aber nicht diese scheiß Musik, ich will eine bessere. So. Ja, so ging das. So hole ich mir eine bessere Musik. Ja. Scheiß doch drauf, irgendwas. Ja, die Musik will ich. Da sieht man schon meine Kampfpässe. Ach so, das, ja, klar, doch, das sind die Leihpässe. Ich habe einen Fehler gemacht. Sorry, Leute. Hört da jemanden kommen? Ja, ich höre jemanden kommen. Aber das soll nur so ein Zeigvideo werden. Spät ist es eigentlich? Oh, 20:26 Uhr schon. Egal. Dann machen wir. Ja, machen wir so mal. Moment, ich sollte euch diesen Pass mal zeigen. So. Ja, wie ging das noch schnell? Ah, Bericht, da was. Wie langsam. Tut mir leid wegen der Verzögerung, und da kann ich nichts machen. Ja, der Laptop ist echt schlecht im Vergleich zum PC. Ja, das sieht man hier. Hundemann. Das könnte ein Weilchen dauern. Ja, Angriff und so weiter. Bla bla. Das kennt man alles mit Holzkohle und Frühwecker. Ich hätte am liebsten eins mit Feuerfinger, aber naja. Flammenwurffinster, Matschbombe, Rinkenschmied. Standard Hundemann bei mir. Also, das kann fast jedes Hundemann bei mir. Eine Musik ist geil. So, hoch, hoch. Scheiß Verzögerungen, das macht alles langsam. So, dann haben wir hier Naktara Level 100, Gardevoir Level 100. Ja, ich weiß, Mewtwo und Arceus, aber die beiden sind Schrott. Und Glaceola Level 100. Hundemann Glaceola und Gardevoir sind übrigens meine Haupt-Pokémon in der Pokémon Platin Edition. So, die zeige ich euch auch mal. Oh, wenn das nicht so ölig. Nicht entfernen, ich will euch Glaceola zeigen. Glaceola hat übrigens ein kühnes Wesen, das weiß ich, und Gardevoir ein mäßiges Wesen. Welches Wesen jetzt Hundemann hat, weiß ich nicht genau. Glaceola! Verteidigung 309. Das hält viel aus. Mit C Gesang als Item und Aquavelle Spuckball, Hagelsturm und Blizzard. Dieses Glaceola ist meiner Meinung nach echt gefährlich. So. Und oh Mann, das dauert. Nein. Dann Gardevoir. Gardevoir hart als Attacken. Lass mich überlegen. Psychokinese, Donnerblitz, Gedankengut. Und das war die letzte Attacke. Oh, wenn das nicht so lahmarschig wäre. Dauerfail hier. Will ich euch nur meine Pokémon zeigen und dann alles im Eimer. Vielleicht irgendwann, wenn ich mehr Platz habe, zeige ich euch es nochmal. Alle, aber pff. Vor allem, ich habe immer noch nicht aktualisiert jetzt. Das ist auch Schrott. 322 Spezialangriff. Das ist mächtig. Und hier ist Energieball, das war's. Psychokinese, Donnerblitz, Energieball und Gedankengut. Die Attacken meines Gardevoirs. Echt geil. So, dann möchte ich euch Naktara noch zeigen und dann die Pokémon auf der Box. So, weg da und Naktara. Warum steht da übrigens Anfänger? Ich bin doch schon lange kein Anfänger mehr. Und das meine ich ernst, ich bin recht gut in Pokémon. Naktara! Viele KP. Was hast denn du noch schnell für ein Wesen?
weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall extremst viel Spezialverteidigung und hat immer noch kein Item. Das habe ich schon lange aktualisiert. Aber, also, ihr wisst, naja. Find der Mondschein, Kung-Fu, Strahl und Sandwirbel. Ein recht defensiv nach Tara. Aber, naja, Sandwirbel ist zwar nicht der Lockdown, aber ist mir egal. Ich trainiere die Pokémon für die Editionen, oder besser gesagt für den Duellturm. Dafür habe ich die ganzen Pokémon trainiert. Aber, naja. Moment, wir geben das jetzt mal schnell. Ah, ich glaube, ich weiß schon. Lager, das war's. Komm, nicht so lahm, arschig. Oh Mann, der Laptop ist schlecht. Also nicht da. So. Lex! Ich hasse Lex. Zögerungen. Ja, da unten sieht man schon 30er Boxen. Mehr als genug. Ach, ich hätte einfach auf Pokémon Team gehen können, ich Arschloch. Aber egal. So, jetzt sieht man schon. Ja, die Attacken werde ich euch wohl nicht alles so präsentieren können. Oder doch, das sollte wohl irgendwie gehen. So, Milotic, das erste. Ja, ich habe von vielen Pokémon mehrere. So, Notschutz natürlich. Spezialangriff und Spezialverteidigung echt gut. Hat den Lebenorb. Hydropumpe, Eisstrahl, Drachenpuls und Genesung. Weiter zum nächsten Ariados. Ja, das war so just for fun trainieren. Pinsel, Standkante, Schwertanzdurchbruch und Kreuzschere. Vor allem in der ersten Generation. Das wollte ich nicht. Konnte Pinsir fast nur Kampfattacken, obwohl es ein Käfer-Pokémon war. So, da sieht man die Status gar nicht. Ernstes Wesen, ja, meinetwegen. Da. Ja, ist nicht das Allerstärkste, aber wisst Bescheid. Arcani, das erste. Das schlecht trainierte, glaube ich. Flammenwurf, Solarstrahl, Drachenpuls und Sonnentag. War ein spezielles Arcani. Aber naja, der Sound ist echt laut in meinem Ohr. Scheiße. Und ich kann das andere Headset nicht anschließen. Ah, Platzmangel. Noch ein Milotic. Oh Mann, das mit den Lecks geht mir jetzt schon auf die Eier. Tut mir leid. Moment mal, du warst das andere von vorhin. Böses Milotic. Hä? So, ich habe die Reihe da unten gezeigt, aber warum? Hä? Ich verstehe es nicht. Okay. Ach so. Oh, ich habe gerade echt keine Ahnung. Stimmt ja, ganz genau. Die sind ja alle schon eingesetzt. Nun gut, dann zeige ich euch eben die Pokémon, die im Trainerpass sind. Hätte ich gleich machen sollen. Ich traue, glaube ich, ganz vergessen. Ich bin so dumm. Ach, egal. Sag ich euch eben so. So sollte es doch auch möglich sein. Ja, falls ihr denkt, ich habe schon lange Zeit kein Pokémon Battle Revolution mehr gespielt. Also, wisst ihr Bescheid. Und die Verzögerungen hier, die erübrigen sich generell. So, Pokémon Team will ich nicht sehen, denn das Team ist schon lange nicht mehr aktuell. So. So, Satenia will man eigentlich nicht sehen, aber doch, vielleicht schon, vielleicht irgendwelche überkrassen Satenia-Fans. Ich merke gerade, wenn das so läuft, dann ja, ist das echt grottig. So mit Verzögerungen. Ich muss, wenn, dann warten, bis ich irgendwie mehr Platz habe, aber jetzt aktuell geht es nicht, weil ihr seht ja, was da abgeht. Gut, dann zeige ich es eben so. Hätten wir einmal Milotic, das speziell angreift, der Milotic. Dann haben wir Victory, dann haben wir Sarazenia, dann haben wir Roserade. Ich werde nur von einigen Pokémon die Attacken zeigen, zum Beispiel hier. Und auch nur die Attacken und nicht die Statuswerte. Ich werde das alles nachholen, keine Sorge, Leute.
Wettertanztoxin, Aromakron, Nägelsamen. Das war das defensive Rosarade, glaube ich. Das Abfuckende, wenn ich mich nicht irre. Snibuna! Zwei Pokémon mit doppelter Kampfschwäche. Aber scheiß doch drauf, es ist stark. Und vor allem schnell. 162 Angriff, 143 Initiative. Und kommt er wieder her? Ich denke schon. Nachthieb, Eishieb, Durchbruch, Aeroas. Das sind zumindest so die Attacken, die ich vor ewigen Zeiten mal gegeben habe. Ah, ich sehe schon, so ist das nie was. Na gut, dann sage ich wohl eben nur so die Items und die Pokémon, weil ihr seht ja, was da abläuft. Keine Sorge, Leute, ich werde das alles nachholen und ich werde dann, wenn ich es nachhole, auch mit meinem originalen Mikrofon sprechen, nicht mit diesem hier. Übrigens, mit diesem Mikrofon hier habe ich auch The Walking Dead aufgenommen, weil es nicht anders ging für meine damalige Technik. Heutzutage kann ich es natürlich anders, aber ja, das Problem an der ganzen Sache ist, ich habe The Walking Dead fast komplett aufgenommen und das ist das Problem an der Sache. Na, auf jeden Fall zeige ich euch jetzt Stolaus mit Eisenkugel, dann Hariyama mit Zitrobeere. Schwalbos hat kein Item, das war früher mein brennendes Schwalbos und so weiter. Lepomentas mit Zitrobeere, Brunusbeere meine ich. Milotic mit Metallmantel, ja, das ist das physisch angreifende Milotic mit Gigastoß, Eisenschweif, Nassschweif und noch eine Attacke, allerdings eine defensive, ich glaube Wasserin. Hariyama, dann Metagross mit Zitrobeere, Willie, oh, wieder Leg, scheiße. Gengar, Knackrack, ja, langsam. Ach, ich kann es so zeigen, weil ansonsten gibt es nur noch mehr Verzögerungen. Übrigens, das Milotic hier ist das Defensive mit Toxin, Wasserring, Erholung und noch irgendetwas. Auf jeden Fall haben wir dann noch Potrot, Arcani, Ariados, Pinsir, also das, dann das untere Milotic, Blitzer, Hornmeißel, noch ein Arcani, Relaxo, Aerodactyl, Stani, Togekiss, Gewaldro und Turtrok. Wie gesagt, ich hole das alles nach, aber jetzt mit meiner. Ihr seht, was da technisch abläuft bei mir. Es ist ein Graus. So, Arcani, das hier war nicht das physische Arcani. Arcani, Amidiff, Turtok, Hytera, Metagross, Dragoran, Bronzong, Aquana, Logok, Tetoxa, Garados, Magnezone. Ich muss die ganzen Namen erst wieder überlegen. Ich habe schon so lange kein Pokémon mehr gespielt. Nidoqueen, Gengar, Simsala, Xerox, Elevoltec, Sniffinst, Staraptor, Empoleon, noch ein Simsala, Magrand, Gardevoir, Polygon Z, Galoppa, Mihailis, der Affe, Panferno, Volteros, Glurak, Stani und Lucario. Ich glaube, das Xerox war das. Ich weiß jetzt nicht, ob das. Ne, das war es glaube ich nicht. Weil ich habe zwei Scheroxe, falls das der, die Mehrzahl davon ist. Dann haben wir Kapalores, Cedrakin, Machomai oder Machomai, wie ich ja sage. Knackrack, Arcani, Garados. Ja, ich habe viele Pokémon doppelt und dreifach, also wundert euch nichts. War das das Arcani? Ja, ich glaube, das war es. Physisch starke Arcani. Auf jeden Fall Garados, dann Flamara. Tauros, Metagross, Blitzer, Rosarade, Skorgo, Relaxo, Stolos, Brutalanda, Zapdos, Rihornia, Togekiss, Bisaflop, Siana, Rosarade, Lapras, Frostedje oder keine Ahnung, Machomai, ein rotes Garados, Kokowai, Traummagil, Galagladi, Lucario, Meditalis, dann haben wir noch Wem, Kapil, Zumpex, Schwalbos, das hier war glaube ich das neue brennende Schwalbos mit Heißorb. Ja, das war das mit Fassade und Adrenalin und ihr wisst Bescheid, die Technik. Dann haben wir Volumina, Stigdry, Shelterra, Tornuptu, Suicune, Driftzeppeli, Porygon Z, Gardevoir. Ich muss die ganzen Namen erst wieder überlegen, das ist lange her.
Ixbat, Letakin, Latias, Ninjask, Fulipurba, Knogga, Ursaring, Yugong, Despotar, Krückbuk, Kangama, Austos, Traumagil, Xatu, Libeldra, Frostedia, Gardevoir, Lucario, Altaria, Absol, Bojelin, ich hasse den Ausdruck Bojelin, deswegen Bojelin, Wylord, Raichu, Stolos, Potrot, Selfe, Starator, Schlappohr, Willie, Metagross, Dragoran, Arcanis, Medbo, ein auf physische Defensive trainiertes Medbo, das hat über 106 Verteidigung, glaube ich. Ich muss jetzt mal gucken. Dann haben wir noch ein Wylord, noch ein Stolos. War das jetzt das Medbo? Ja, ihr seht schon, ich trainiere Pokémon quasi um ihre Schwächen auszugleichen. Ja, da 103 Verteidigung. Wo sieht man ein Smetbo, das über 100 Verteidigung hat? Fast nirgendwo. Xerox war da, Letterking. War das das Xerox? Ja, Xerox 54. Das hier war das Xerox mit dem übermächtigen Angriff. Ich habe es deswegen Xerox 54 genannt, weil das hier das 54. Sichlor war, das ich gezüchtet hatte. Denn es hat Angriff 189. Mit Techniker, ja. Und hier die Attacken, natürlich Patronenhieb, Hochzugkrieg und dergleichen. Zornklinge, Verfolgung. Dieses Xerox ist verdammt gefährlich, glaubt es mir, Leute. Dann haben wir Letterking, Glaciola, Amaldo, Ramaidon war. Ja, Ramaidon war der Name. Magnaien, Bojelin, Knackrack, Kramchef, Elektroball, Haltera, Miltank, Schlurbleck, Schlappohr. Übrigens, Schlurbleck hat gleich viel physische und spezielle Defensive und viele KP. Ich glaube, die Defensivwerte kommen beide auf 151 und KP hat auch über 220, also echt gut. Dann Meditalis, Naktara, Bisaflor, Akani, Kingler hat immensen Angriff, Rassaf, Brutalanda, Zwirfins, Slimog, Scaraborn, Relaxo, wie hieß du jetzt? Logok, Hundemon, Lavados, Lepomentas, Tangolos, Panzereron und Skorpo. Übrigens Tangolos, Panzereron und Skorpo sind alle drei auf spezielle Defensive trainiert. Das heißt, ich habe ihre Spezialverteidigung aufgeheizt. Diese Legs, die gehen mir gerade so auf den Zünder, glaubt's mir, Leute. Da, Spezialverteidigung 129, wo kann man das von einem Panzeron erwarten? Also, also echt mal. Aber sind natürlich auch speziell gezüchtet dafür. Und jetzt möchte ich euch noch ein bisschen was zeigen, weil, ja, das Video ist ja schon lang genug. Hier sieht man teilweise gezüchtete Pokémon, und die ich noch gar nicht ausgebrütet habe, manche. Ja, zum Beispiel Hundemon und so weiter. Aber naja. Hier sieht man auch einige legendäre Pokémon, Kyogre, dann hier Arceus. Man hat schon vorhin gesehen, ich habe Arceus, aber ich habe zwei, weil ich sie von der Edition rübergesaugt habe. Palkia, Dialga, Giratina, Toputz, Selfe. Du bist, glaube ich, ein 100er Level, genau, von der Hardgold Edition, wenn ich mich nicht irre. Lugia, und da unten haben wir für einen gedachten Minicup, weil ich dachte, es gibt einen Minicup, aber es gibt keinen. Nämlich Hundustar, Schwalbini, Nebulak, Tintacha, Kognodon und Manfaxo. Alle mit guten Attacken und guten Statuswerten für ihre Level. Aber naja, hier sieht man auch noch ein bisschen Zucht. Überbleibsel, meine Ditto-Box, aber die ist ein bisschen leer, da auch ein bisschen Zucht. Shinies, ja genau, die kann ich euch zeigen, die Shinies. Leck. Ja. Störung, scheiß drauf. Wir haben hier ein bronzenes Magnetilo, ein rosa Seemops und ein grünes Golbat. Ich habe übrigens auf der X und Y auch ein paar Shinies. Aber naja. Die kaum wieder Box, ja. Zucht ein bisschen. Ein Ho-Oh. Oh, leck. Leck geht mir auf den Zünder.
was will ich großartig unternehmen? Gut, bevor es jetzt noch mehr leckt, ich hoffe, das hat euch zumindest als groben Überblick erstmal gereicht. Ich werde das alles nochmal genauer machen, aber das geht jetzt leider nicht, wie es merkt an der Technik. Ich hoffe, der kleine Überblick hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal bei einem Projekt wieder. Keine Ahnung was. Bis zum nächsten Mal.